Any of you guys care to start? Great. Perfect. Right. You start. Okay. So my name is Mustafa. I work for a company for a public institution, public service media in general, that all of you who have been born and grew up in Germany, or probably even in the state of Bavaria, most likely know. Hanna already mentioned it. It's Bayerischer Rundfunk. And I suppose even though we're from very, very disparate, very different backgrounds, we're all facing very, very similar challenges. So one of the core challenges that we're facing is the changing expectations and the type of expectation management we need to face and handle when we look at audiences in the year 2017, or probably, have needed to do for the last, who knows, let's say 10 years or so. Audiences are very, very fragmented. The type of content we produce is not, or it hasn't been for many years, geared towards this highly fragmented and partitioned set of people and audience expectations. So that's one of the core challenges we face. So I'll just pass the mic on to you, and maybe you guys will fill us in on how you feel the challenges. I start. Is there actually anyone who doesn't understand Germany in this room? Everyone understands German, so it's cool that we continue to speak in English, okay? My name is Arno. I'm the co-founder and CEO from Rocket Beans TV. Oder sollen wir auf Deutsch sprechen, Mann? Ich finde es ein bisschen albern, wenn ihr alle Deutsch sprechen. Wieso soll ich das denn auf Englisch machen? Hi, ich bin Arno. Einer der Gründer und Geschäftsführer von Rocket Beans Entertainment. Erste Frage, wer kennt Rocket Beans TV? Geil. Wir haben vor 3 Jahren diesen Sender gestartet, und wenn ich diese Frage dargestellt habe, waren es vielleicht so 5%, 10%. Also das fühlt sich gut an, dass das immer mehr werden. Ich erkläre es trotzdem mal kurz, was wir machen. Wir sind inzwischen fast 100 festangestellte Mitarbeiter in Hamburg, haben drei gemietete Häuser, also eigentlich in der Wohngegend, die wir umgebaut haben zu einem Sender. Wir senden seit dem 15. Januar 2015 rund um die Uhr 24 Stunden bis zu 10 Stunden live jeden Tag, starten um 10.30 Uhr. Das ist das Schöne, wenn man einen eigenen Sender hat, mit unserer Morningshow. Weil bei allen anderen Sendern starten die immer um 6 Uhr morgens die Morningshows, bei uns um 10.30 Uhr. Und dann senden wir. Wir haben hauptsächlich popkulturelle Themen. Unser Nukleus, unser Kern ist Gaming. Drumherum haben wir popkulturelle Themen, Kinomagazin, Fußballmagazin, Quizsendung, alles Mögliche. Und jetzt, um zu kommen, was der Unterschied ist, oder was ich glaube, wie Medien funktionieren. Ich glaube, dass wir haben uns mal so beschrieben, dass wir so eine Heimat für Nerds sind. Dass wir Nerdkultur leben und mit Leidenschaft betreiben. Aber was ist ein Nerd? Ein Nerd ist jemand, der sich für ein Partikularinteresse ein Überschusswissen angeeignet hat und das mit Leidenschaft verfolgt und dafür brennt. Und es wird einfach immer nischiger. Das heißt, dass wir es schaffen, in unserem Kosmos, und der hoffentlich auch bald noch größer wird, und wir sind willkommen für jeden Neuen, der dazukommt, aber schaffen wir es, das zu machen, was uns interessiert, worauf wir Bock haben, und das spüren die Zuschauer. Weil kein künstlicher Shiny Floor dort ist, weil nicht irgendwas vorgegaukelt wird, sondern weil wir das, was wir machen, mit Leidenschaft betreiben, weil wir das, was wir sagen, tatsächlich meinen, und das merken die Zuschauer. Und wir sind in ständigem Kontakt mit dem Zuschauer. Wir reden mit ihm, wir sind ein Community-Sender, die Community hat mit uns diesen Sender aufgebaut. Und ich glaube, dass das die Zukunft sein wird, dass man sich seine Unterhaltung suchen kann, in der man zu Hause ist, in der man sich wohlfühlt und in der man sich ausleben kann und in der man sich auch akzeptiert fühlt. Das mal so als Start. Ja, dann stelle ich mich auch mal kurz vor. Mein Name ist Sebastian Meixter von Bullshit TV. Ist ein super Name, um irgendwo vorgestellt zu werden. Macht immer direkt einen guten Eindruck. Nochmal ganz kurz im Hintergrund. Vor 7 Jahren, 2010, habe ich mit 2 Freunden einen YouTube-Kanal gegründet. Ich war damals noch im Studium, kurz vor der Diplomarbeit. Hatte anscheinend zu viel Zeit. Und damals kannte man diese YouTube-Branche oder diesen YouTube-Markt, den man heute kennt, noch überhaupt nicht. Also ich war mir damals nicht mal bewusst, dass man auf YouTube Geld verdienen kann. Es war wirklich nur aus Langeweile. Kamera aufgestellt, Video hochgeladen und auf einem privaten Facebook-Profil geteilt für Freunde. Also damals wirklich im Studium, die anderen beiden Jungs, mit denen ich mache, in der Ausbildung. Wir hatten ganz andere Pläne und hatten eigentlich nie vor, in dieser Medienbranche zu landen. Da ging das erste Video online, das zweite Video online, kamen die ersten 100 Zuschauer, die ersten 500 Abonnenten, und so fing das dann langsam an zu wachsen, und so fing dann auch bei uns an, sich so eine kleine Begeisterung zu entwickeln. Und so ist daraus inzwischen ein sehr großer Kanal entstanden mit insgesamt 1,6 Millionen Abonnenten. Das Ganze ist auch seit 4 Jahren jetzt schon Beruf.
Und was ich beobachte, was vieles, was du gesagt hast, trifft auch zu, ne, dass wir viel mit der Community zusammen interagieren, dass unser Programm auch von der Community mitbestimmt wird, das ist auf YouTube entsprechend, ich meine, die findet ja auch viel auf YouTube statt. Was ich beobachte in den letzten Jahren, als wir angefangen haben mit YouTube, war es wirklich aus der Leidenschaft heraus, Videos zu kreieren, Content zu kreieren. Und mit den Jahren, als YouTube angefangen hat, das Ganze zu monetarisieren, drängen natürlich auch immer mehr Player auf den Markt, Management, Agenturen, Firmen. Und inzwischen ist es halt so, dass Leute nicht mehr auf die Plattform kommen, weil sie gerne Videos machen, sondern weil sie Umsatz generieren wollen. Und das ist für mich so ein bisschen die, das größte Problem, was ich sehe, was auf YouTube gibt, dass inzwischen so viele Player auf diesen Markt dringen und es eigentlich nur noch darum geht, Gewinn zu maximieren. Und darunter leidet in meinen Augen der Content sehr. Okay, dann auf Deutsch weiter. Deutsch kann ich auch sprechen. Das kriegen wir also geschaukelt. Und schaut mal, der Hintergrund, mit dem ich hier bin, ist natürlich erst einmal auf den ersten Blick ein komplett anderer. Bayerischer Rundfunk, nicht wahr? Eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Eine Grundfeste, meine ich, unserer demokratischen Gesellschaftsordnung. Und dann sagt man, naja, und irgendwie verstaubt, nicht wahr? Irgendwie, ihr macht hier Fernsehen, Hörfunk, ihr macht hier die Vergangenheit. Und da muss man sagen, das, was ich eben auf Englisch ausgeführt habe, haben in unserem Haus auch viele verstanden. Zuallererst unser Intendant, Herr Wilhelm, der ist schon ein ziemlicher Digital-Nerd. Und ich möchte sagen, dass jetzt schon eine Zeit in vielen Häusern anbricht, wo die Nerds auch in den klassischeren Medienhäusern wichtige Rollen bekommen. Also ich bin davon ausdruck. Rudi, der bei dir arbeitet, oder Simon, die kennen mich alle. Ich habe nämlich zu MTV Game One Zeiten super Hyper Turbo gemacht. Rudi hat mich ein paar Mal in euren Formaten erwähnt. Ne? Also auch ein harter Gaming-Nerd, der seine eigene Videosendung hatte, aber vor vielen Jahren. Also das ist die Zeit, bevor die Bandbreiten hoch genug waren. Damals haben wir per BitTorrent unsere Folgen verteilt, also hochoffiziell. Ne? Torrent heißt nicht immer Raubkopie. Genau, aber plötzlich ist so ein Nerd wie ich, Informatiker by Trade, Hardcore-Nerd by Night und Familienpapa, plötzlich ist der in so einem Haus wie dem Bayerischen Rundfunk und ist mit einer der maßgeblichen Personen für die Digitalstrategie. Das heißt aber nicht gleich, dass unsere Häuser genau das leisten können, was ihr nämlich ziemlich gut macht. Ihr macht, ja, das ist einmal ein Luxus, den ihr habt, den ihr euch selbst erarbeitet habt, nämlich sehr, sehr zielgerichtet, du hast es als Nische benannt, für eine Nische Inhalte zu generieren. Und was ihr aber auch sehr richtig macht, Dinge, die wir in unseren Häusern versuchen, in die Breite zu tragen und zu lernen, ist, dass ihr sehr plattformauthentisch seid. Also du hast YouTube erwähnt, du hast gesagt, ne, wir stehen mit unserer Community im Austausch und ihr benutzt aber auch YouTube in Anführungsstrichen so richtig und so modern und so trendgerecht, wie man es machen kann, bei euch genauso. Das sind so die Herausforderungen. Ihr seht also, ob ein ganz klassisches, in Anführungsstrichen, Medienhaus, ob ein privates oder ein öffentlich-rechtliches oder ihr, die aus einer ganz anderen Richtung kommen, wir haben alle dieselben Herausforderungen. Ich würde die Herausforderungen gar nicht mal so vornehmlich bei AR, VR oder künstliche Intelligenz sehen. Wir sind noch drei Stufen davor alle zusammen und das ist schon herausfordernd genug. Freut mich sehr. ich glaube, dass das der Punkt, der ist, dass ihr habt ja einen Auftrag. Ihr habt einen Auftrag, den ihr zu erfüllen habt und da gibt es gewisse Regeln, die man einhalten muss. Und den haben wir eigentlich nicht. Unser Auftrag ist, das zu machen, was wir wollen und das mit Leidenschaft zu machen. Und deswegen funktioniert es auch. Was ich aber glaube ist, und das ist ein Vorteil, wir sind manchmal, verstehe ich, fast wie so ein Radiosender, weil wir einfach die ganze Zeit reden. Also wir haben sehr, sehr viele Sendungen, wo einfach nur gelabert wird. Und aber das halt in dem Diskurs mit dem Zuschauer machen. Und ich glaube, das wird der Punkt sein, das wird auch die Zukunft sein, weil gerade VR wird so krass abgehen. Und wir haben jetzt auch schon mehrere Sachen gemacht. Und wenn du jetzt anfängst, Mixed Reality zu machen, oder wenn du anfängst, Rollenspielabend ist bei uns eine unserer erfolgreichsten Sendungen, ist Pen and Paper Formate, die man, was man Dungeons and Dragons, was man in den 80ern, 90ern und 2000ern gespielt haben, das machen wir und spielen das und die Community kann mitentscheiden, wie die Geschichte weitergeht. Und wenn man das jetzt weiterdenkt und in Virtual Reality Perspektiven denkt, taucht man in Abenteuer ein. Man kann sich vorstellen wie ein Kinofilm und du wirst ein Darsteller sein und kannst die Handlung mit beeinflussen, je nachdem wie du dich verhältst, ob du aggressiv bist, ob du liebevoll bist, ob du kommunikativ bist, ob du einfach nur rumstöberst und so weiter. Und das ist, finde ich, eine wahnsinnige Chance für die Zukunft der Unterhaltung, die auf uns zukommt. Ist aber noch ein Stück zu gehen, weil noch sind wir da nicht, aber ich finde die HTC Vive zum Beispiel ist eine VR-Brille, wo man auf einmal rumlaufen kann, wo ich in einem Raum bin und ich bewege mich dort und wenn das noch kabellos bald sein wird, dank Sigfox, oder wie hießen die davor, das eröffnet Türen der Wahrnehmung, der Dimension, das wissen wir noch gar nicht, was da auf uns zukommt. Ich freue mich drauf.
Eine Sache, die du gesagt hast, Arno, die ist auch ganz interessant. Du hast unseren Unterschied hervorgehoben als, naja, ihr habt einen Auftrag und wir haben Leidenschaft. Also Auftrag und Leidenschaft schließen sich nicht aus. Und wisst ihr, bei uns in den Häusern wie unseren unterschätzt das nicht. Also der BR zum Beispiel ist ja ein Haus von 5000 Kolleginnen und Kollegen. Da gibt es schon, ja, jetzt schüttelst du den Kopf und sagst, krass, falls ihr es nicht gehört habt, er hat sein Mikro nicht am Mund gehabt. Ja, irgendwie, ne, ist schon eine Hausnummer. Aber, liebes Publikum, liebe Freundinnen und Freunde, da sind schon auch ganz viele harte Nerds in solchen Organisationen. Also die Kompetenz an irgendwie Wirtschaftsfachredaktionen, Untersubredaktionen für dieses oder jene Haushaltsthema oder was auch immer, das ist ja, das weißt du als Unternehmer, das ist ja super schwierig abzubilden als privatwirtschaftliches Unternehmen. Also wir können auf ganz, ganz viele hochspezialisierte Segmente und Wissen dort zugreifen. Da, wo wir noch besser werden müssen, ist die Art und Weise, wie wir Programm aufbereitet haben, wie das früher oder im Linearen immer noch funktioniert, also das Lineare braucht man nicht komplett diskreditieren, das funktioniert im Digitalen nicht so, wie wir es gelernt haben, nicht so, wie wir uns organisiert haben. Deswegen brauchen wir halt große, in unseren Häusern, Lern- und Umbaumaßnahmen, an denen wir dran sind, aber naja, könnt ihr euch das vorstellen, also Häuser mit 5000 Leuten, die bewegen sich nicht so schnell wie Organisationen, die aus ganz anderen Formaten gewachsen sind, aus einer Clique von coolen Freunden in Hamburg. Mhm. Also bei uns eigentlich das krasse Gegenteil. Ihr seid 5000, ihr seid über 100, wir sind immer noch zu dritt. Wir haben wirklich zu dritt angefangen und sind tatsächlich auch immer noch haben uns alles selbst beigebracht. Also keiner hat irgendwas von dem, was wir machen, gelernt. Wir haben uns alles selber beigebracht, die Kamera zu machen, zu schneiden, Social Media, aber alles, was dazu gehört, haben wir uns selber beigebracht. Wir machen es uns auch heute immer noch selbst. Finde ich, ist auch irgendwo ein bisschen das Schöne daran, weil du wirklich zu 100% das bestimmst, was du tust und auch wirklich in deinem Handeln komplett autark bist. Und das macht YouTube für mich auch ein bisschen aus. Auch ganz interessant. Obwohl, vielleicht machen wir gleich Fragen und Antworten, aber lasst mich diese eine Sache noch dazu sagen. Was du jetzt gerade erwähnst, ihr macht das alles selbst. Ich finde das total sexy und sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also wir haben damals unsere Formate, also die wir privat gemacht haben, wir haben die mit iMovie geschnitten. Wir haben die echt mit iMovie geschnitten und hatten ordentlich viele Fans. Also komplett Alex Olmer und ich haben das gemacht. Alex Olmer macht noch den iPhone-Blog, war früher bei den Videogames. Lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall haben wir echt als Zwei-Mann-Show, Redaktion, Kamera, Audio, also ihr müsst euch vorstellen, das sind zwei Chaoten, irgendwer von Gamescom oder sonst wo, haben eine Kamera in die Wildnis gestellt und sprechen ihre Beiträge an und das ist kein Kameramann, kein Lichtmensch und kein Tonmensch. Das läuft natürlich in dem BR anders und das muss nicht immer falsch sein, dass das anders läuft. Das ist schon ein cooler Luxus, den man sich da leisten kann. Auf der anderen Seite müsst ihr euch mal vorstellen, wir haben zwar die Produktionspower an Menschen für Inhalte, aber die schöne neue Technikwelt, die ihr euch angeeignet habt, auf die ihr ganz viele eurer Effizienzeffekte aufbauen, die muss bei uns noch Einzug halten. Und auch das ist schwierig. Also ich verstehe absolut, was du sagst, das ist cool, aber in Häusern mit unseren, die Asset-Management-Systeme, die Produktionspipelines, die tariflichen Regelungen für Leute, was Leute dürfen, was Leute nicht dürfen, wer Beleuchter ist, wer nicht Beleuchter ist, wer Kameramann sein darf, wer überhaupt eine Kamera halten darf, das ist gar nicht so super easy. Ich habe eins dafür. Kann ich mir sehr gut vorstellen und das ist auch genau das, was wir durchlebt haben in den letzten 3 Jahren. Wir haben jetzt 80 Leute eingestellt in den letzten 3 Jahren. Das heißt, die Firma ist nicht vergleichbar mit vor 3 Jahren. Früher haben wir uns in einen Raum gesetzt, in ein Schlauchbüro, wie es so schön heißt, und haben besprochen, wer was macht. Und mit der Handheben hat man das gemacht. Jetzt sind wir auf einmal 100 Leute. Das heißt, die ganze Organisation musste komplett zwangsprofessionalisiert werden. Und das ist, glaube ich, uns ganz gut gelungen, weil wir unsere Werte hochhalten. Wir wollen eine Alternative zu den klassischen Medien sein. Und wir haben die Chance, tatsächlich, wie so das kleine gallische Dorf in der Medienlandschaft, das größer zu machen, unsere Werte hochzuhalten und trotzdem zu funktionieren und trotzdem eine Daseinsberechtigung zu haben, weil es genug Leute gibt, die genau das wertzuschätzen wissen. Und da sehe ich einfach die große Chance und das macht mich total zuversichtlich, dass es in 5 Jahren vielleicht immer noch ein Lieblings-TV gibt oder in 10 Jahren immer noch, aber halt einfach mit sich gewachsen. Und wenn wir das geschafft haben, unsere Werte nach wie vor hochzuhalten und eben nicht wie, und dadurch schließe ich mal die Öffentlich-Rechtlichen aus, sondern nehme eigentlich eher so die Privatfernsehen, was zum Teil wirklich seelenlos gemacht wird und wo man sich das anguckt. Und es ist eine reine, durchkommerzialisierte, seelenlose Zeitverschwendung, die man dort hat. Und das ist die erste Chance. Vielleicht sollte ich zu Fragen übergehen oder sowas, ne? Wir haben die letzten 3 Jahre sehr viel mit Medienburg Berlin-Brandenburg gearbeitet und auch für die Berlinale, das EFM Startups, also den European Film Market, das EFM Startups konzipiert und entwickelt. Und mein Eindruck, und das ist die Frage, ich bin kein Medienmensch, will ich gleich dazu sagen,
Mein Eindruck ist, dass gerade wenn du von BR sprichst, egal welchen Sender wir jetzt nehmen, aber auch ihr beide aus, dass es eben eine Fragmentierung des Marktes gibt und dass auch die Individualisierung der Bevölkerung, wenn man es so ausdrücken möchte, dazu führt, dass es nicht mehr das Angebot gibt, dass der BR, die ARD, ZDF, was auch immer die großen Häuser sind, dann am Ende abbilden können, sondern dass die Leute sich aussuchen können, was es ist. Und wir sehen das in diesem Innovationsbereich, in meinen Augen auch in der Energieversorgung zum Beispiel. Ich kann plötzlich mein eigenes Windrad im Garten haben und zumindest einen gewissen Teil abdecken. Und genau das habt ihr ja gemacht, im Endeffekt, also die beiden Äußeren, jetzt an der Stelle. Und ich glaube, oder meine Frage vielleicht, um dorthin zu kommen, ist diese Individualisierung vielleicht auch das Problem, dass die großen Anstalten haben, dass einfach diese Antworten in dieser Feinheit nicht gegeben werden, wenn ich alles abdecken muss, und dass die Zukunft vielleicht wirklich einfach genau in diesen kleineren Formaten steht, die dann vielleicht auch gar nicht mit 5.000, sondern in Zukunft seid ihr vielleicht mit 100, 200 Leuten unterwegs. Also dass das einfach eine Änderung der Gesellschaft ist, die euch zwingt, euch zu verändern. Ich versuche es nur für die Kamera und für die Aufnahme ganz kurz zusammenzufassen, was du gesagt hast. Also du hast gesagt, Mensch, ne, Publikum fragmentiert sich, partitioniert sich, die Erwartungshaltung für den Inhaltekonsum ist eine andere. Leute wollen Inhalte viel besser für sich und ihre Erwartungshaltung zugeschnitten haben und gleichzeitig auch für die Plattform, auf der sie unterwegs sind. Passt das? Okay. Und deine Frage war, naja, heißt das nicht, dass ihr euch dann auch verändern müsst? Ja, ist genau so. Auch verändern, dass die Zeit der großen Häuser einfach in vielen Branchen... Okay, dass die Zeit der großen Häuser in vielen Branchen unter Umständen vorbei ist. Dem würde ich nicht so zustimmen. Ich glaube eher, dass wir mehr Freiheitsgrade brauchen. Das ist jetzt nicht irgendwie, manchmal stellt man das ja, es gibt ja viel Streitereien zwischen privaten, öffentlich-rechtlichen. Ich bin da gar kein Freund von. Ich glaube, es braucht euch auf jeden Fall. Es braucht uns und es braucht auch andere Private. Also das duale und mehrschichtige, mehrdimensionale Mediensystem Deutschland funktioniert für unsere Gesellschaft. Meine ich, Arno hat eine andere Meinung. Vielleicht, aber er kann gleich dazu Stellung beziehen. Jetzt habe ich noch das Mikro. Und da muss ich sagen, weißt du, es gibt gute Lichtblicke und die gar nicht so knapp. Aber wie gesagt, ich bin sehr überzeugt davon, dass wir uns verändern müssen. Zum Beispiel, zentral für unseren Auftrag ist Information, Nachrichten, aber auch Kultur. Das sind Sachen, die wir machen müssen. Dafür werden wir finanziert. Das ist im Rundfunkstaatsvertrag geregelt, damit identifizieren wir uns. So, auf der anderen Seite beobachten wir natürlich auch, es gibt Leute, du kannst Leute segmentieren, wie du möchtest, das Publikum, vielleicht nach Alter. Und dann realisierst du, ein 22-Jähriger, keine Ahnung, vielleicht bleiben wir bei den Nerds, Nerd will vielleicht auf Instagram Nachrichten mitkriegen, will nicht um 20 Uhr den Fernseher einschalten für die Tagesschau. Kann passieren. Dann beliefert aber die Tagesschau inzwischen auch ein BR24-Menschen auch auf der Plattform mit Inhalten, die für Instagram-Konsum, darüber hätten wir vor 3 Jahren geredet, dass man in Bildtafeln auf einer Social-Media-Plattform ernsthafte Nachrichten verbreiten kann in 2 Sätzen. Hätte jeder gesagt, du spinnst, heute sehen wir die Realität, es funktioniert doch. Da müssen wir hin, dafür müssen wir uns verändern, aber dafür muss man uns auch zugestehen, dass wir uns verändern. Ich stimme dir komplett zu. Ich bin großer Verfechter der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Und ich finde, gerade in der Zeit der Individualisierung und der Partikularinteressen und ist der Anspruch, und gerade in Zeiten von Fake News, ist der Anspruch auf seriöse Informationen, auf Nachrichtenberichterstattung, die einem diese komplexe und komplizierte Welt hilft einzuordnen, elementar. Und das ist eine hundertprozentige Daseinsberechtigung für die Öffentlich-Rechtlichen. Nur, wenn ich lineares Fernsehen gucke, gucke ich meistens Nachrichten oder Fußball. Und immer wenn ich Nachrichten gucke, ich gucke meistens Nachrichten sogar auch online, man kann es ja inzwischen auch zeitversetzt machen, aber ich mache es eigentlich so aus Tradition, 20 Uhr, so bin ich groß geworden, Tagesschau. Ich bleibe immer danach noch 3 Minuten dran, einfach nur zu sehen, was für ein Grauen danach kommt. Und es sind dann irgendwelche Nonnen auf Hawaii, die da irgendwelche Produktionen machen und die Rundfunkgelder verpulvern für irgendwelche, das kann nicht sein. Und das hat meiner Meinung nach keine Zukunft. Deswegen, Information. Bei Kultur fängt es schon an, schwierig zu werden. Weil was ist Kultur heute? Kultur ist, es gibt Hochkultur, es gibt Independent, Subkultur und so weiter. Da den Anspruch zu haben, ich will alle erreichen, da wird schon schwierig. Also allerdings aber Information, Nachrichten, eine Wissensvermittlung ist für mich elementar und der Rest muss ich eigentlich, finde ich, über den Markt klären.
Und da wirft nämlich dann, also ich finde, die öffentlich-rechtlichen Gelder sollten da reingesteckt werden. Vielleicht noch Dokumentation, sowas wie der Weltspiegel. Das ist ein großartiges Format, dass man über Regionen in Afrika erfährt, was da für Kulturen leben und wie sie leben und so weiter. Das ist für mich auch Information und eine Wissensübertragung, um diese Welt einzuordnen. Aber bitte nicht drei Nonnen am Grill oder was weiß ich. Hallo, das ist lustig dargestellt. Ich kann auch kein Statement, ist auch nicht meine Rolle innerhalb der ARD oder innerhalb des BRs, für das Gesamtprogramm, was erstellt wird, produziert wird, eingekauft wird und dann versendet wird oder gesendet wird, beziehen. Das musst du verstehen. Absolut. Nur, du merkst es ja selbst an deiner Darstellung. Das ist eine sehr, sehr höchst subjektive Einschätzung dann. Das ist Arno, der das sagt, und Mustafa würde vielleicht das anders sagen, wiederum anderes. Irgendwie Klaus Meyer irgendwie aus Günzburg sieht das dann auch wieder anders. Weißt du, vielleicht findet der das gerade toll. Das sind Sachen, dafür gibt es Mechanismen, aber ich will gar nicht sagen, dass alles super ist, aber ich kann auch nicht sagen, dass alles schlecht ist. Und wovor ich warnen würde, ist, dass man sagt, ich verenge den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nur auf Nachrichten oder nur auf einen bestimmten Bereich. Das ist schwierig. Es gibt bestimmte Kulturbereiche, schaut euch mal die Orchester an und ähnliches. Wenn das nicht auf diese Art und Weise hochgehalten wird, dann ist das ganz, ganz schwierig. Aber das ist eine andere Diskussion, die man führen muss. Ich nehme mal eine andere Frage dann, die Dame neben dem Herrn. Ich finde das total spannend, dass wir oft halt auch wahrnehmen, ist, dass die Kombination aus dem Öffentlichen in die Richtung geht, wir wollen aber so gern so sein wie die Innovatoren, die Nerds oder sonst irgendwas. Also ich finde den Ansatz auch gut, aber jetzt haben wir uns viel in diesen Bereichen eben auch bewegt und egal, ob jetzt Medien oder andere oder so, das ist so, sie verstehen oft einfach die Communities nicht. Das ist mittlerweile mein Resümee daraus, egal in welcher Raum, ob es Gaming ist, ob es Medien ist, ob es Gesundheit ist und so weiter. Es wird versucht, aber das Wie ist, glaube ich, oft das Problem. Ich stimme völlig zu, nur Nachrichten oder Dokus oder so sollten nicht sein, aber dann die Herangehensweise eine andere. Jetzt, bei Filmförderungen ist was, dann sind es anscheinend immer die gleichen, die Förderung bekommen. Dadurch wird nie was anders, dadurch kommen neue Formate, neue erfolgreiche Geschichten nicht hoch und. Und dadurch wird der Markt, der Marktmechanismus nicht gefüttert. Und ich glaube, das ist oft ein Problem. Bei öffentlichen Geschichten, Förderungen, Ministerien und, dass das dann so künstlich gehalten wird an den Möglichkeiten, die diesen Content auch zu schaffen. Und das sehe ich als riesen Problem. Ich versuche es zusammenzufassen wieder, dass die Leute, die sich das dann irgendwann auf Video anschauen, auch nachverfolgen können, worauf wir antworten. Und ich glaube, die Antwort kann man sehr knapp halten. Ne? Ich meine, deine Beobachtung ist deine eigene Beobachtung und die muss man jetzt weder 100% unterschreiben noch irgendwie diskreditieren. Das ist ja etwas, was du selbst angesteckt hast. Aber das, was du gesagt hast, ist ja, Mensch, irgendwie, ja, ihr möchtet euch orientieren an den Dingen, die im Digitalen richtig laufen und modern laufen und das scheint für euch eine Herausforderung zu sein. Ja, nicht nur für uns, sondern also wenn ihr euch das anschaut, wie viele Industrien allein durch die Etablierung des Internets als Massenmedium umgewälzt worden sind, dann sind wir als sogenannte Rundfunkanstalt oder Broadcaster nur die aktuellste. Also davor, die Musikindustrie war dran, die Filmindustrie war dran, Fernsehen war dran, ne, mit Serien und Tausch und Copyright überall natürlich, über allem steht. Und jetzt Publisher, ne, Zeitungen wissen immer noch nicht ganz genau, was wirklich das Geschäfts- und Erlösmodell ist. Und bei uns kommt erschwerend hinzu, also jetzt bei Broadcaster insgesamt, öffentlich-rechtliche im Besonderen, und da glaube ich, dass das gar nicht so falsch ist. Wir müssen uns bewegen, wir brauchen Freiheitsgrade, aber wir werden auch sehr, sehr engmaschig überwacht, weil es bei uns auch öffentliche Gelder sind. Das ist ja auch etwas, was du bezahlst. Deswegen, das ist nicht immer ganz falsch, wie viel da dran hängt. Man muss halt schauen, wie gesagt, ich kann mich nur so wiederholen, dass wir halt gewisse Freiheitsgrade bekommen, damit wir auch von euch lernen können oder uns entsprechend aufstellen können. Lass mich nur ganz kurz fragen, ihr wart im Verzug mit der Zeit, 5 Minuten haben wir noch. Wollen wir noch eine Frage machen? Vielleicht, obwohl, du zuerst vielleicht und dann hast du dich auch nochmal gemeldet. Ich hätte einmal nur Polaritäten, wenn man ist die Frage, was betrachten wir als öffentlichen Auftrag versus was ist das wirtschaftliche Interesse dahinter? Und da sind zwei unterschiedliche Mechanismen hier am Tisch bewusst. Das ist, wenn man von der wirtschaftlichen Seite sieht, muss man sagen, okay, wenn du mit einem 3-Mann-Team, sagen wir mal, eine Reichweite von 1,6 Millionen Zuseher bekommst, dann ist da wirtschaftlich was am Punkt. Man sagt, 5000 Leute, wie viele Zuschauer bräuchte dann der BR? Also da kann man dann in der wirtschaftlichen Argumentation kann man nur anecken, das führt zu nichts. Ich habe 3 Punkte, die ich sehr interessant und mich zum Nachdenken angeregt haben, habe ich auf einer 48 Forward Veranstaltung mal in so einer Masterclass mitbekommen. Und das ist ja die Polarität aus dem, was macht das Medium, der Medienkanal Fernsehen, was macht der Medienkanal Internet. Und wir sind auf einer Reise, wo man sehr stark vom Angebot Fernsehen, da wird ein Programm geschaffen, hin zum Internet, da wird Angebot gezogen, ja, wo wir uns verändern.
Und da waren drei Punkte drauf gestanden, die fand ich sehr speziell und gut zusammenfassend. Was macht das Internet? Kategorie Unterhaltung, da sind wir mittendrin in der Diskussion, Kategorie Informationssuche und Kategorie soziale Netzwerke und Kommunikation, Austausch mit anderen. Und die drei Kategorien haben mir sehr zum Denken gegeben, wie muss man über das Internet überhaupt nachdenken und was es für Angebote schaffen kann und was ich mir als Konsument oder als Zuschauer ansehe. Also es sollte jetzt nur nochmal eine Zusammenfassung sein, auf dem, wo wir die Polaritäten in der Diskussion auch vielleicht besser greifen können. Sicher, also möchte jemand was dazu sagen? Ich meine, kann man so sicher Dinge, die uns alle umtreiben, ja, absolut. Was du beobachtet hast, so wie du es klassifiziert hast, sind das Sachen, die uns eben nicht fremd sind, weil sie uns auch die ganze Zeit umtreiben. Wollen wir vielleicht noch die letzte Frage nehmen? Hallo, mein Name ist Klaus Reichert. Was mich begeistert, ist Programm, gutes Programm. Also so eine Art Zukunft nach oder die Bayerische Rundfunk Space Night. Das ist wirklich von Programmmachern gemacht, die sich auskennen, das entsprechende Inhalte gewählt haben und mir als Fachmann das präsentieren. Jetzt haben wir heutzutage aber tausende von Stationen, Radio, Fernsehen sozusagen über das Internet erreichbar, Podcasts kommen noch dazu. Ich kann on the fly alles übersetzen aus jeder Sprache in jede andere. Also theoretisch habe ich eine unendliche Auswahl und eine unendliche dröge Masse an Zeug. Wo fange ich an, wann höre ich auf und so weiter. Inwiefern hilft uns da, ich sag mal, bessere Technologie, die uns dann ein Programm auch mal zusammenstellt? Vielleicht auch im Mix mit dem Menschlichen. Ich glaube, dass viel wichtiger ist, dass wir, das hätte ich fast bessere Menschen gesagt, aber dass wir eine aufgeklärte Gesellschaft haben, die mündig ist und fähig ist, für sich selbst zu kuratieren, was mich unterhält, was mich informiert, wie ich mich sozial austauschen kann und so weiter. Und wenn wir das schaffen, dahin zu kommen, dann sind wir schon mal einen ganzen Schritt weiter. Und dann sind wir, wenn ich die Bildzeitung aufschlage oder wenn ich das Privatfernsehen mache, meilenweit von entfernt. Und ich weiß nicht, ob Technologie, ja, bei Netflix kriege ich oft Serien empfohlen, 98% Übereinstimmung und denke ich mir so, also das ist, okay, vielleicht wenn mein Sohn auch auf dem Account manchmal guckt, aber das ist, das, ja, das wird uns helfen, aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass wir mündige Menschen haben, die fähig sind, sich das zu suchen, was gut ist, was für sie gut ist, was sie weiterbringt, was sie inspiriert und ja. Okay, vielleicht letzten Sprich, mein Kommentar noch dazu. Ich glaube, was eine Sache, die passiert ist, der hilft Technologie heute schon, ist, dass immer wieder neue Plattformen entstehen, die Inhalte entweder neu zusammenstellen oder neue Formatmöglichkeiten bieten. Das hilft schon mal, um aus der Masse vielleicht eher die Partitionen, die Nischen zu finden, die einen selbst interessieren. Auf der anderen Seite, was ich wenig beobachte, wo ich aber glaube, dass das im Netz sich in den nächsten Jahren doch auch wieder reetablieren wird, ist, dass man viel mehr nicht automatisiert, also Recommendation Systems, wie auf Netflix beschreibst du, und die sind eben nicht der Weisheit letzter Schluss, aber ich glaube, es gibt gerade eine riesen Öffnung im Markt, im Bereich der Medien Discovery, wo es um manuelle Kuration geht. Also Interessenseiten, Leute, die sich irgendwie zusammenstellen und selber ein Statement, selber eine Review zu den Inhalten zusammenfassen. Also zwei Damen, die das ganz, ganz toll in Berlin machen, Mediastake, vielleicht habt ihr die mal gehört, die durchforsten zum Beispiel alles möglich, weil es zwei super Nerds sind, Anna und Laura. Die gehen halt durch alle öffentlich-rechtlichen Mediatheken, auch privaten, glaube ich, aber auf jeden Fall die öffentlich-rechtlichen und schreiben dann ihre Synopsis dazu zusammen. Also für diese Art von Discovery, sagt euch ein Informatiker, auch der Mensch spielt hier noch eine wichtige Rolle und auch diese Art von Angeboten. Ich bin bei dir. Vielen, vielen Dank euch drei. Ich gebe einen großen Applaus für den Blick.